Ja, ich bin Andreas Ritter. Ich wohne noch in Kitzig und ziehe bald an die Bahnstrecke in Aspiration, dass diese auch kommt. Das ist meine große Hoffnung. Funko Live Event. Ich denke, da gehört ein ordentliches Stück Mut dazu, sich erstens ein denkmalgeschütztes Gebäude in der Ortsmitte zu besorgen, anstatt irgendwo draußen was Neues zu versiegeln, und zweitens dann auch noch auf die Reaktivierung einer Bahnstrecke zu hoffen. Genau. Ich bin vom Förderverein Steigerwald Express. Das ist der Förderverein, der sich schon seit langer Zeit darum bemüht, diese Strecke zu reaktivieren. Wir haben jetzt fast bald 3 Jahre her, ne? Wir haben eine Potenzialanalyse in Auftrag gegeben, die vieles auch ins Rollen gebracht hat hinsichtlich der Bahn. Davor war das immer so, das braucht keiner, das hat kein Potenzial, reißt die Gleise raus, wie immer. Und durch die Potenzialanalyse kam halt viel ins Rollen, deswegen rede ich über die Potenzialanalyse heute. Ich denke, man kann nicht vom Professor Dr. Schliephake erwarten, dass er zu jeder Veranstaltung hier rauskommt und seine Potenzialanalyse selbst vorstellt. Ich werde ein bisschen was dazu erzählen, wie so eine Reaktivierung abläuft. Ich war nämlich schon vorher bei einer Reaktivierung dabei. Nördlingen-Dombühl wird jetzt demnächst reaktiviert, hoffentlich. Das heißt, ich habe viel von dem Stress und dem Hassel, den es da so gibt, mitbekommen. Ich werde ein bisschen was erzählen zum kommunalpolitischen Spielraum, der sich aus einer Reaktivierung ergibt. Ich werde eingehen auf die Kosten, die für Groß-Mannheim, also für die Gemeinde entstehen. Kosten, ja, was habe ich gesagt? Das ist egal. Ja, da bin ich hingezogen. Also. Ja, und danach, weiß ich, ob das getrennt gesammelt ist, steht zur Diskussion und Fragen zur Verfügung. Genau, die Potenzialanalyse hat Herr Professor Dr. Schliephake gemacht. Das ist aus quasi aus der Universität Würzburg, das heißt auch lokal gemacht worden. Es ist nicht so, dass irgendjemand sich da aus der weiten Ferne das angeschaut hat und gesagt hat, ja, hier auf der Karte sehe ich irgendwas und deswegen komme ich zu irgendeinem Ergebnis und schreibe das mal aufs Papier, sondern der Herr Schliephake war wirklich hier vor Ort und hat sich die ganzen Stationen und die ganzen Buslinien und was nicht alles angeschaut. Das war tatsächlich, hat ein bisschen gebraucht, bis es fertig ist. Herr Schliephake hat dabei Folgendes gemacht, also von der Methodik her, er hat den Straßenverkehr genommen, weil wir wissen ja auf den Pferdestraßen, wie viel Verkehr da so ungefähr fährt, hat dann gesagt, okay, wir wissen nicht genau, wo das Ziel und das Ende ist, aber das rechnen wir grob aus über ein Gravitationsmodell. Und das Gravitationsmodell besagt mehr oder weniger, Objekte, die sehr nah beieinander sind, ziehen sich sehr stark an, und Objekte, die sehr groß miteinander sind, ziehen sich auch sehr stark an. Und dieses Gravitationsmodell, das beschreibt er da, und da gibt es auch einen Haufen schönen Formeln drin, ist spannend zu lesen, wie er dort auch zum Ergebnis kommt. Auf jeden Fall, ja, schauen wir uns die Ergebnisse an. Wir sind, das stellt er auch fest, quasi mehr oder weniger eingemeindungsfähig von Schweinfurt. Dementsprechend sieht auch der Verkehr aus, dass quasi fast sämtliche Fahrgäste Richtung Schweinfurt fahren, also oberhalb der Achse sind die Fahrgäste Richtung Kitzing eingetragen, unterhalb der Linie sind die Fahrgäste Richtung Schweinfurt eingetragen, und Sie werden jeden Morgen später feststellen, dass in der Früh die Leute nach Schweinfurt einsteigen und relativ wenige nach Kitzing. Was er auch sagt, ist, es ist ein bisschen schwierig im Stadtgebiet, weil man kann jetzt natürlich sagen, nicht hergehen und alle 100.000, alle 50.000 oder 60.000 Einwohner von Schweinfurt ansetzen, weil man hat ja den Hafen, viele wollen in den Hafen, der Hafen ist diesseits, der Hafen ist mit dem Auto leichter zu erreichen, zum Beispiel von der Autobahn, wie jetzt die Innenstadt, wo man nur die Brücke rüber muss und dann da erstmal eine Viertelstunde rumsteht. Deswegen sagt er so ein bisschen, wie teilt sich das auf? Wie viele Fahrten werden wohin gehen? Er rechnet quasi mehr oder weniger den gesamten Verkehr nach Sennfeld, und dazu gehört auch der Hafen, dem Stadtbus zu. Das heißt, er ist hier nicht dabei. Den hat er aus der Studie rausgenommen.
und rechnet Kochsheim-Schweinfurt nur zu 50% dazu, weil ja, der Stadtbus in die Innenstadt fährt und der Zug quasi zum Hauptbahnhof. Und deswegen nimmt er quasi hier einfach wahnsinnig große Abschläge bei den Fahrgästen hin. Ja, genau. Alles andere, zum Beispiel die Fahrgäste nach Würzburg, rechnet er 100% dem Zug zu. Die nach Rottendorf, da kommt er auf 4 Fahrgäste. Die nach Haßfurt und Bamberg und die nach Geroldshofen, die rechnet er alle dem Zug zu. Genau. Bei Weiher macht er Folgendes: Er sagt, naja, man muss jetzt mehr oder weniger von Weiher irgendwie dann erstmal hierher kommen und dann irgendwie umsteigen. Wahrscheinlich privater PKW oder für private oder an schönen Sommertagen mit dem Fahrrad. Das ist ein bisschen Zusatzaufwand. Angenommen, es gibt hier Parkplätze und alles Mögliche. Also der schlägt es einfach mit einem weiteren Faktor 0,5 ab. Das heißt, er halbiert einfach die Zahl. Ja? Vom Bruttopotenzial 66 kommt er auf 33. Genau. Für die Gesamtstrecke sieht es ungefähr so aus wie eine durchhängende Kette. Wir haben hier ganz hinten den Abschnitt Schweinfurt-Senfeld. Da fahren relativ viele Leute, weil es ja nach Schweinfurt hin akkumuliert. Und auf der anderen Seite haben wir Kitzingen und beziehungsweise von Kitzingen, die nach Würzburg weiterfahren. Hat er hier extra nochmal aus. Also so viele fahren auch nicht von Kitzingen aus nach Würzburg weiter. Das heißt, es gab ja auch mal zum Beispiel von einem Landratskandidaten die Anmeldung, er hätte lieber, dass die Strecke in Hofen endet, dann kann man schneller nach Nürnberg rausfahren oder so. Kitzingen ist ein verdammt wichtiger Endpunkt, ja, und ist quasi nicht verhandelbar, wenn man nicht die ganze Reaktivierung verkippen will. Genau, und wie gesagt, in der Mitte ist es halt relativ schwach, da ist halt auch relativ wenig Verkehr zwischen den Orten und so weiter. Genau, das Ganze haben wir hier nochmal in Zahlen. Und was man hier sieht, ist, dass der Nordabschnitt sehr, sehr stark ist mit 1675 Reisendenkilometer pro Kilometer Strecke. Das heißt, wir haben hier so und so viel Kilometer Strecke und dann ein Reisender, also nehmen wir an, wir hätten eine Strecke von einem Kilometer und da fährt ein Reisender einen Kilometer weit, dann haben wir einen Reisendenkilometer. So rechnet sich das zusammen. Wir haben hier 49 Kilometer, das heißt, insgesamt brauchen wir halt 49.000 Reisendenkilometer und wie wir sehen, übertreffen wir das halt mit 58.000 Reisendenkilometern. Also das ist quasi, wenn eine Person einen Kilometer weit fährt, haben sie einen Reisendenkilometer und das geteilt durch die Gesamtlänge der Strecke gibt eben diese 1229 Reisendenkilometer pro Streckenkilometer. Genau, danach gab es eine weitere Studie vom Landratsamt, die sogenannte Cobra-Studie, die hat bis Lühlsfeld gerechnet, weil da quasi die Grenze ist vom Landkreis und die kam auch auf über 1000 Reisendenkilometer pro Streckenkilometer, was quasi so die Kennzahl ist für den Freistaat, da lässt sich es reaktivieren. Genau, zum Ablauf einer Reaktivierung. Grundsätzlich ist für eine Reaktivierung die Bayerische Eisenbahngesellschaft zuständig. Wenn die nicht sagen, dass es macht, dann hat es auch keinen weiteren Sinn. Und die setzt voraus, dass eine Potenzialanalyse selbst gemacht wird, selbst gerechnet wird. Und dafür setzt sie voraus, dass die Landkreise ihren Busverkehr auf diese Reaktivierung abstimmen. Die Landkreise haben dem zugestimmt, beide. Kitzingen, die Schweinfurt, sogar mit sehr großen Mehrheiten. Und damit ist quasi jetzt mehr oder weniger die Potenzialanalyse in Arbeit. Der nächste Schritt wäre dann die Bestellergarantie. Das heißt, die Bayerische Eisenbahngesellschaft sagt, wir wären interessiert daran, für 20 Jahre 18, 19 oder 20 Zugpaare jeden Tag zu bestellen, die diese 49 Kilometer in beide Richtungen fahren. Genau, und damit liefern sie in der Regel eine Infrastrukturdefinition. Ja, das ist dann so Dinge wie lang müssen die Bahnsteige sein? Wie hoch müssen die Bahnsteige sein, dass die Fahrzeuge innen passen? Wie hoch muss die Reisegeschwindigkeit der Züge sein, damit es nicht ewig lang dauert und am Ende jeder sagt, macht keinen Sinn, hier 30 km/h rumzugucken.
sondern ein paar Infrastrukturdefinitionen dazu. Die Bahnsteige sollen 55 cm Abschienenoberkante werden. Das ist in Bayern so der Standard für alle Nebenstrecken. Die Streckengeschwindigkeit soll auf 80 km/h mindestens erhöht werden. Das heißt letztendlich, was dann notwendig ist, ist ein Eisenbahninfrastrukturunternehmen, das sagt, okay, hier gibt es eine Garantie vom Freistaat, damit gehen wir zur Bank, machen die Finanzierung und wie das nachher, genau die Mathematik dahinter ist ganz einfach, erkläre ich auch gleich, machen die Finanzierung, machen ein Planfeststellungsverfahren und gehen in die Ausführung und dann wird irgendwann der Verkehr durch die BEG ausgeschrieben und dann kommt es zum Betrieb. Wenn es irgendwo da oben hakt, gibt es keine Deaktivierung. Ist aber auch sehr stark vereinfacht von Hamburg. Kommunalpolitischer Spielraum von so einer Deaktivierung ist, in der Regel gestalten sich die Bahnhofsumfelder nicht von selbst. Und hier ist es so, dass ein Gemeinderat sich sehr stark einbringen kann, dieses Bahnhofsumfeld so zu gestalten, wie es lokalen Leuten passt. Das meiste davon, nicht alles, aber vieles, also die Bäckerei jetzt vielleicht nicht, das meiste davon ist förderfähig. Das heißt, da gibt es vom Bund Gelder für Toiletten, für alles, was Bahnsteigausrüstung ist, für Umsteigemöglichkeiten und sonst was. Also das ist wirklich sehr gut förderfähig. Da kann auch die Gemeinde dann die Vernetzung stärken zwischen Bus und anderen Sachen, genau. Wie kann sowas aussehen? Ich habe hier mal ein paar schöne Bilder mitgebracht. Wir sehen hier quasi ein Wartehäuschen da hinten, ein paar Parkplätze, hier vorne würde wahrscheinlich der Bus halten. Da hinten sind dann Fahrradabstellteile. So kann sowas wunderschön aussehen. Hier sieht man es nochmal ein bisschen genauer. Hier sieht man dann auch was anderes Schönes, Tourismus. Ja? Ganz, ganz viele Orte stellen, weiß Gott was, für Tafeln an ihren Ortseinfahrten auf. Aber wirklich repräsentieren am Bahnhof tut sich so keiner. Ne? Also das heißt, denken Sie mal drüber nach, wenn Leute in ihren Ort kommen. Viele Leute kommen über den Bahnhof dann in ihren Ort. Ja? In so eine Tafel kann man reinhängen, welche Hotels es gibt, welche Taxiunternehmen man anrufen kann, wo man solche Sachen, welche Vereine es gibt, wann das nächste Weinfest ist, ich weiß es nicht. Ja? Eisenbahninfrastrukturunternehmen, es gibt die DB Netz, die die Strecke ja verkauft hat, beziehungsweise die DB hat Konzerne verkauft. Aktuell ist es so, die gehört einem Schrotthändler und der wird da wahrscheinlich hoffentlich irgendwann mal rausgekauft oder sich rauskaufen lassen. Und dann können wir mit der Deaktivierung fortsetzen. Und dieses lokale EU, also Eisenbahninfrastrukturunternehmen heißt EU, ist, wenn das lokal ansässig ist, sehr viel zugänglicher für Anfragen der Bürger. Ich möchte ein einfaches Beispiel zeigen, und zwar es gibt die Tegernseebahn. Das ist relativ unkompliziert für die Gemeinde und dort, die haben die inzwischen auch gekauft, also es ist quasi so eine Art Kommunalunternehmen inzwischen. Wenn die Gemeinden irgendwas brauchen, dann ist das nicht so ein Aufstand wie mit der DB Netz, wo erstmal fünf Projektabteilungen entscheiden müssen, ob sie zuständig sind oder sich zuständig fühlen wollen. Thema Kosten und wie sich das Ganze finanziert. Fangen wir ganz oben an. In den 90er Jahren gab es die Bahnreform. Da wurde quasi mehr oder weniger alles umstrukturiert. Das hier ist eine Grafik von der Bayerischen Eisenbahngesellschaft, die ungefähr die Relationen von Einnahmen und Ausgaben für den Eisenbahnverkehr widerspiegeln soll. Die gelben Säulen sind die Einnahmen, und zwar für ganz Bayern. Und da sehen wir, also die Gesamthöhe der Säule sind jetzt im nächsten Jahr 1,2 Milliarden Euro. Bis hierhin sind es 1,2 Milliarden Euro. Und Millionen. Die Gemeinisierungsmittel, die der Bund an die Länder ausgibt, dafür, dass die Länder
den Regionalverkehr als Aufgabenträger übernommen haben. Früher war das die Bundesbahn, das heißt, dann hat der wurde im Bundeshaushalt, da gab es ja auch die wunderschöne Redeschlachten, dann über das Defizit im Bundeshaushalt, das die Bundesbahn gemacht hat, das wollte man weghaben. Also hat man gesagt, okay, die Länder bekommen einmal die Geld, machen das einfach selbst und wir haben das Thema erledigt. Das sind diese sogenannten Regionalisierungsmittel. Die gehen in den bayerischen Landeshaushalt und dann gibt es ein bisschen was vom Freistaat noch oben drauf, nicht viel. Obendrauf kommen die Fahrgelderlöse. Das heißt, die Fahrgäste, wenn sie eine Fahrkarte kaufen, zählt das mit rein. Wenn sie bei einem Verkehrsverbund dranhängen, zum Teil fällt Schülerverkehr mit rein, zum Beispiel im MVV-Gebiet, werden Schülerverkehr und so damit drüber abgerechnet. Das sind die sogenannten Fahrgelderlöse. Für ganz Bayern ergibt sich da etwa eine Bilanz von 50-50. Für so ländliche Strecken ist es eher 70-30. Das heißt, sie haben mehr Zuschüsse für die Fahrgeldeinnahmen. Aber das kommt von außen. Das müssen sie nicht aufwenden. Jetzt schauen wir uns die Kostenseite an. Sie haben hier unten die Trassengebühren. Das sind sowas wie eine Maut für die Schiene. Das sind so zwischen 3 und 7 Kilometer. Wenn ein Zug einen Kilometer fährt, kostet es 3 bis 7 Euro mit Fahrgästen. Dann kommen Stationsgebühren drauf. Das ist, damit der Zug anhalten kann, muss der Bahnsteig geräumt sein, der muss beleuchtet sein, der muss der Müll geleert sein. Eventuell funktioniert der Lift nicht. Das heißt, auch dafür gibt es für jeden Halt von jedem Zug eine kleine Gebühr, zum Teil 50 Euro, zum Teil vielleicht auch nochmal 10 Euro. Aber es summiert sich über die vielen, vielen, vielen Halte, die Züge das ganze Jahr lang absolvieren. Und dann kommt hier oben das Blaue, das ist quasi die eigentliche Zugfahrt. Ja? Das heißt, das Fahrzeug muss beschafft werden, meistens wird es finanziert. Die Werkstatt muss bezahlt werden, das Fahrzeug muss getankt werden oder es braucht Strom. Es muss, damit der Zug voll wird, wahrscheinlich geringe Aufwendungen für Marketing und Vertrieb oder Fahrgastinformation etc. Aufgetrieben werden. Und dann gibt es natürlich noch das Thema Personal und Verwaltung, weil ein Lokführer fährt halt auch nicht, wenn er kein Gehalt kriegt. Und ganz oben, das ganz Kleine, ist hier, das ganz Kleine, das ist der Gewinn, den das Eisenbahnverkehrsunternehmen dann am Ende machen kann, wenn es entsprechend wirtschaftet. Das Eisenbahnverkehrsunternehmen, wie gesagt, nicht das Eisenbahninfrastrukturunternehmen. Das Eisenbahninfrastrukturunternehmen muss seinen Gewinn hier in den Trassengebühren machen. So, der eigentliche Schienenverkehr wird also quasi mit den Mitteln des Bundes bezahlt. Sie bezahlen quasi den nicht. Bus, Stadtbus oder sonst was sind ihre kommunalen Gelder. Das heißt, nachdem kein paralleler Busverkehr mit der 8160 dann stattfindet, sparen sie sich das Geld für die 8160 und können was anderes tun, als dann machen im Landkreis. Der andere Punkt ist, wie rechnet sich das für so ein Eisenbahninfrastrukturunternehmen? Und zwar nehmen wir an, wir haben 20 Fahrten jeden Tag und jede Richtung. Das heißt, im Jahr fahren wir 715.000 Kilometer zusammen mit den Zügen. Und mit dieser Maut, ich nehme jetzt hier einfach mal 4 Euro an, irgendwo zwischen 3 und 7 Euro wird es am Ende sein, haben wir also 2,8 Millionen Euro jedes Jahr, was wir mit der Schiene als Eisenbahninfrastrukturunternehmen verdienen können. Ja, und 20 Jahre lang wird es vom Freistaat bezahlt. Das heißt, wir haben für 20 Jahre ein Budget von 60 Millionen Euro. Wenn ich also Zahlen höre, dass irgendwas von 100 Millionen Euro durch die Gegend schwabert und dass da Angst und Bange gemacht wird, dann, ja, ein Haus kostet auch 400.000 Euro, aber wenn es am Ende 2.000 oder 5.000 Euro Miete abzahlt, abwirft, weil da so viele Parteien drin wohnen können, dann ist das doch gerechtfertigt. Und so ähnlich war das hier. Und wie gesagt, wir haben noch ganz, ganz viele Fördermittel, die da daherkommen. Es wäre also durchaus aus der Privatwirtschaft darstellbar, das zu finanzieren. Vielleicht gibt es auch Kommunalunternehmen, die das aufnehmen, wie auch immer. Aber so finanziert sich so eine Strecke. Genau, die Kosten für Boxheim. Es gibt Kosten, die zukommen, einerseits Bahnhofsumfeld, aber wie gesagt, das haben sie selbst in der Hand, wie viel sie daraus abgeben wollen. Und dann gibt es das Thema Eisenbahnkreuzungskosten. Und zwar, bisher war es so, dass ein Drittel der Bund gezahlt hat, ein Drittel der Schienenbaulastträger, also
das Eisenbahninfrastrukturunternehmen und ein Drittel der Straßenbau als Träger. Straßenbau als Träger bedeutet nicht automatisch, dass es die Gemeinde ist, sondern derjenige, der die Straße für die Straßenbaulast hat. Und nur wenn die Kommune Straßenbaulastträger ist, sind die Maßnahmen dann eben weiterhin förderfähig nach dem Gemeindeverkehrswegefinanzierungsgesetz, GVFG. Und das heißt, nachdem das Ganze durchgelaufen ist, sind 93,3% der Kosten für so einen Bahnübergang nicht in der Gemeinde gelandet. So, dauert alles 2 bis 3 Jahre, bis das da ist und sonst was, vielleicht muss man da mal ein bisschen Geld auslegen. Aber am Ende kriegen Sie mehr oder weniger die Bahnübergänge nach der bisherigen Regelung geschenkt. Also quasi geschenkt. Welche Bahnübergänge gibt es in Gorsheim? Es gibt einerseits einen asphaltierten Landwirtschaftsweg in der Nähe vom Flößerriedgraben. Da reicht eine Beschrankung, weil ab 50 km/h braucht man eine Beschrankung. Man sollte die Sichtdreiecke einfach freischreiben, das ist halt so typisch Zeug daneben. Das ist jetzt keine große Herausforderung. Dann gibt es die Startstraße mit der Ortsumfahrung. Ja, da ist die Baulast beim Freistand, kostet sie nichts. Dann gibt es die Schwebheimer Straße. Da ist die Baulast, soweit ich weiß, entweder beim Kreis oder bei der Gemeinde. Das heißt, da könnte eventuell die Schrankenanlage, die Erneuerung dann auf sie zukommen. Dann gibt es die Grafen-Rheinfelder Straße. Das ist die Straße, noch bitte raus. Das ist die Straße hier unten drüber, quasi hier gegenüber. Das ist eine Kreisstraße, das heißt, das kostet die Gemeinde auch nichts. Das ist die Gemeinde auch raus. Und dann gibt es die Industriestraße. Und man sieht letztendlich eins, das ist auf allen Karten schon so hinterlegt, die Industriestraße hintenrum wird als die Hauptstraße gewertet. Das Lustige ist aber, dass die Startstraße 2272 bis hierhin als auf der Schweinfurter Straße bleibt. Das heißt, was man vielleicht überlegen könnte, so ganz generell, wäre die Baulast zu tauschen. Die Schweinfurter Straße geht an die Gemeinde und die Industriestraße geht an den Freistaat. Erstens, weil dann sparen sie sich da regelmäßig Asphaltdecke zu erneuern, weil da viel Schwerlastverkehr drauf ist. Und zweitens sparen sie sich da hinten dann einen Bahnübergang, wenn es zu einer Reaktivierung kommt. Genau, weitere Entwicklung. Man erinnert sich an diese Novelle des Gemeindeverkehrswegefinanzierungsgesetzes. Da wird die Reaktivierung und Elektrifizierung von Eisenbahnstrecken als eigener förderungsfähiger Punkt aufgenommen. Bisher musste man immer irgendwie sagen, naja, das ist ein Bahnübergang, den wollen wir als Gemeinde machen und so und dies und das. Man braucht jetzt nicht mehr rumzulackieren, sondern man kann sich die gesamte Reaktivierung mehr oder weniger direkt fördern lassen. Wie hoch, sage ich ganz ehrlich, ich habe die Gesetzblätter noch nicht gelesen, aber ich denke, da wird Frau Rottmann dann entsprechend was drauf eingehen. Genau, das war soweit mein Vortrag. Ich glaube, Fragen machen wir nachher. Hat dir dieses Video gefallen? Bewerte jetzt und schreib deine Meinung. Für weitere Videos von MyFunkoLive kannst du diesen Kanal kostenfrei abonnieren.